Ja, hallo liebe Leute, Schiammi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Evoker Healer in den Zwillingsgipfeln. Der hier ist, hoppala, der ist momentan Item 418, hat hier auch schon den Viererset-Bonus mit am Start. Auch eine Waffe und alles schon schön verzaubert. Und die Talente, die ich spiele, könnt ihr wie immer unten aus der Videobeschreibung rauskopieren und das selber mal rumprobieren damit. Wir spielen Traumprojektion, Geißelnde Flamme und wir spielen Neutralisierende Hülle. Und dann schauen wir erstmal, was wir hier gerade zu fabrizieren können. Mit Evoker Healer, ich versuche es nebenbei ein bisschen zu erklären, bin nicht der beste Healer, habe gerade erst mit dieser Klasse angefangen, wie man auch in der Arena sieht, ich bin hart stark in Solo Queue, gerade mit schon 200 Games, okay, komme ich gar nicht voran gerade, aber ich versuche mein Bestes hier zu geben mit der Klasse. Ansonsten, prinzipiell funktioniert die Spec ganz, ganz simpel und zwar, man macht nichts anderes, als dass man bei den Spells immer schaut, dass man halt immer Echo vorher macht. Das heißt, egal was man benutzt immer Echo vorher, sodass man halt immer den duplizierenden Heal mit am Start hat, damit man hier so viel wie möglich reinpumpen kann. Dann können wir hier zum Beispiel einmal unseren Geist reinschicken für den Hot Heal Eimer und dann wollen wir ihn hier wieder pumpen. Versuchen dann vielleicht, oh, Leon Hands geht raus, Trap geht raus, wird Shrinketten hier, vielleicht können wir ihn nochmal toppen, wir können ihn gerade nochmal toppen. Wir schnappen ihn auch einmal ganz kurz, einfach nur damit er hier die mehr HP dazu hat und dann versuchen wir hier gleich wieder wegzukommen von ihm, damit wir hier eventuell überleben. Aber ich glaube, ich könnte mein Insta-Heal nochmal ziehen, aber da sind so viele Leute und wir sind ja gerade mal 3 Grad. Da können wir natürlich nicht viel machen. Den kann ich auch nicht safen. Der geht sogar nochmal bei Weitem tiefer rein, Alter. Da kennt er gar nichts. Wobei ist der andere Healer jetzt mit dabei? Er ist ja den Netherwalker. Also eigentlich kann ich ihn schon noch healen. Doch, wir healen hier noch ein bisschen. Geben ihm ja mal Damage-Videos. Der Feral ist so weit hinten und mein Interface ist hier noch nicht so optimal. Ich habe nämlich versucht, das gerade vorher ein bisschen zusammenzustellen, sodass es so angenehm wie möglich ist. Aber das passt noch nicht so ganz. Wir können ihn hier einmal healen. Schauen, dass wir uns hier vielleicht, geht sich gerade nicht aus. Jetzt sind wir down. Geht sich gerade nicht aus, aber ich versuche, wie gesagt, das nebenbei gerade ein bisschen zu erläutern. Und zwar nochmal, man benutzt immer Echo. Echo verstärkt quasi den Heal um 105%. Das heißt, er dupliziert und verstärkt mehr oder weniger den Spell. Echo selber healt auch minimalistisch. Das heißt, wenn ich hier Echo mache, dann Hot mache, dann hat er Double Hot drauf und einer davon tickt stärker als der andere. Gleiche, wenn ich Echo mache und dann lebende Flamme, dann kriege ich hier zweimal den Heal. Entschuldigung, das heißt, man kann hier auf jeden Fall ziemlich viel Burst healen mit der Klasse. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Es ist aber ein bisschen merkwürdigeres Gameplay im Gegensatz zu manchen anderen Healern, die man so spielt. Deswegen definitiv noch ein bisschen schwer damit klarzukommen mit dem Ganzen. Wir versuchen uns hier wieder unsere Immunity zu buffen und dann können wir den hier wieder ganz normal zuhotten nebenbei. Was man auch noch machen kann, ist natürlich den Breath. Der Breath mit dem PvP-Talent, der nimmt dem anderen einfach Buffs runter. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice, weil da kann man halt zum Beispiel von dem Heal Druid irgendwie die Hordes purgen und so. Da sind wir sehr, sehr nice. Wir knocken den einmal kurz nach oben, slowen ihn hier nochmal, snipen hier nochmal rein und dann soll der hier auch schon down gehen, damit wir hier wieder ein bisschen die Oberhand kriegen. Aber unsere Leute sitzen da hinten auch schon ziemlich hart in der Def. Da ist unser anderer Healer mit dabei, glaube ich. Wir gehen dann vorne mit der ganzen Ink-Partie erstmal mit rein. Wie gesagt, tut mir immer noch ein bisschen schwer mit Evoker. Ist aber eine sehr, sehr interessante Heal-Klasse, die es mir tatsächlich angetan hat. Das Einzige, ich mag die Form nach wie vor nicht so mega, aber Playstyle ist halt kinder cool von dem. Deswegen definitiv nicht so schlecht. Wir können hier einmal kurz reingehen. Er macht hier einmal Anspringen. Ich wollte eigentlich ihn hier CC'en, damit wir hier vielleicht für Damage gehen können. Wir hotten uns auf jeden Fall mit. Wobei wir werden einmal gefeiert, weil wir ein bisschen zu nah dran sind. Explodieren hier einmal kurz unseren Geist. Der Geist macht einfach einen Hot. Das heißt, wenn ich durchfliege durch wen, dann kriegt derjenige ganz einfach einen Instant Heal. Und danach gibt es halt mehr oder weniger einfach einen Hot immer, wo man eine Zeit lang ein bisschen leichter anhealen kann. Ansonsten können wir natürlich immer schauen, dass wir irgendwelche Leute hier kurz grippen und zum Beispiel kurz nehmen, weil wenn ich das mache, dann kriegen die 30% Heal-Buff oder beziehungsweise HP mehr oder weniger nicht Heal-Buff. Und jetzt können wir mit reinsnipen, schauen, dass wir die Flagge kriegen und eventuell abgeben können. Dann sind wir hier wieder bei Weitem nicer unterwegs gerade. Dispeln uns hier nochmal. Sie haben es nicht geschafft, die Flagge abzugeben. Das ist natürlich ungut. Was haben wir für CD-Möglichkeiten als Evoker? Und zwar, wir haben mehrere Sachen, was wir machen können. Wir haben einmal Zeitdruck, das wir zum Beispiel mit der Spec, die ich hier spiele, nutzen können. Und Zeitdruck macht nichts anderes, als dass man die Fähigkeit, die man auflädt, hier instant wirken kann. Hat aber 2 Minuten Cooldown.
kann man dafür nur nutzen, dass man vor allem Geisterblüte nutzt. Geisterblüte ist so dein biggest Heal, den du hast als Evoker. Ich glaube nicht, dass ich den hier gegen healen kann mit 8 Stacks. Geisterblüte ist halt, du castest das, es healt immer gleich viel. Egal, ob das jetzt 1 Strich, 2 oder 3 sind, aber es trifft mehrere Ziele. Das heißt, je nachdem, ob du gerade irgendwie mehrere Leute heilen willst, kannst du natürlich schauen, dass du da irgendwie... das durchkanalisierst oder nicht. Dann gibt es auch noch Stasis und das ist sehr, sehr nice, weil damit kannst du, das aktivierst du und die nächsten 3 Heal-Spells, die du benutzt, die werden quasi gespeichert in dem Ding drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt das anmache und dann eine Geisterblüte, Traumatem und zum Beispiel tiefgrüne Umarmung wirke, dann sind alle 3 da drin angestaut und ich kann sie instant wirken, wenn ich nochmal drauf drücke. Das ist sehr, sehr nice. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil wenn du natürlich falsche Abilities drückst und so oder zum Beispiel Echo und Hot drückst, dann hast du halt Echo und Hot drin und dann profitierst nicht ganz so stark. Ist also eine Fähigkeit, die ein bisschen schwerer ist anzubringen. Man hat außerdem noch Zurückspulen. Zurückspulen ist einfach der Schaden, der in den letzten 5 Sekunden erlitten wurde. 50% davon wird wieder quasi zurückgespult, mehr oder weniger. Man hat halt die HP wieder. Ist schlechter, als es sich anhört. Es hört sich so gut an, mehr oder weniger. Es ist aber ein bisschen schlechter eigentlich. Weil es halt nur 5 Sekunden sind. Und beim Damage momentan ist es, kommen immer so Spikes zustande, dass du vielleicht ganz kurz davon profitierst. Aber ist jetzt nichts, wo man irgendwie massiv davon einen Benefit hat. Dann liegt hier schon eine Trap. Das ist natürlich extremst ungut hier, weil ich kann ihn natürlich dann direkt nicht heilen und der wird direkt droppen, deswegen pick ich hier wieder instant die Flagge. Versuche mich hier eventuell in Defensive zu geben. Ich muss hier durchhealen und sterbe wahrscheinlich doch einfach hier, da kann ich nichts machen. Da explodieren wir wieder zeitgleich. Wir haben halt 10 Debuffs, das heißt wir kriegen 100% mehr Damage und wenn man sagt, ein normaler DD mit Full Gear hittet jetzt schon bei Crits irgendwas um die 90 bis 150.000 mit 100% mehr, bis er fast One Hit. Ist das ein bisschen problematisch, die Flagge hier durchzubringen. Aber... ja, wir haben wenigstens den anderen Flag Carrier down und jetzt sind die Debuffs wieder resettet. Das heißt, jetzt fängt es wieder gleich an wie gerade eben. Müssen wir schauen, dass wir die Flagge hier gleich mal wieder kriegen. Ich wäre halt so gern beim Zerg dabei, aber ich kann halt nicht mit zum Zerg gehen, wenn keiner für die Flagge gehen will, weil jetzt gehen überhaupt alle abfangen, wie es aussieht. Das ist natürlich nicht geil. Eine Insigni habe ich keine mehr. Ich habe keine smaragdgrüne Zwiesprache mehr. Das heißt, wenn ich gestunt werde, bin ich so gut wie tot. Da kann ich gerade nicht wirklich gegen an. Wir schauen nur, dass wir uns hier wieder buffen für unsere Mobility, dann hotten wir uns gleich mal und schauen, dass wir schon einen Echo-Stapel noch mit drauf haben auf uns, denn wenn es wirklich kritisch sein sollte, kann ich mich einfach instant healen und dann sind wir wieder fein. Der biggest Heal neben Smaragdblüte oder beziehungsweise Geisterblüte, nicht Smaragdblüte, ist tiefgrüne Umarmung und da profitiert man immens von Tempowertung, weil der Cooldown halt runtergesetzt wird, umso mehr Tempowertung man hat, also das ist sehr, sehr starke Ability, wenn man da irgendwie... ja, ein bisschen gegenpumpen will, aber so ein wirklich heal-intensives BG ist das jetzt für mich gerade nicht, weil halt irgendwie keiner mehr so recht mitspielt bei uns gerade. Die versuchen alle nur die Flagge abzufangen. Ich brauche jetzt einen Support gegen den Warlock hier auf jeden Fall, weil sonst sieht es ein bisschen mager aus für mich. Die laufen aber alle schon ein bisschen an mir vorbei. Ne, einer bleibt bei mir, oder? Ne, der Warlock hat wieder abgedreht. Der Hunter wird hier wahrscheinlich irgendwo im Stealth sitzen und mich gleich mal openen. Bei denen sieht es aber momentan gerade recht gut aus. Der Magier droppt nach wie vor runter, hat aber 2 Healer mit dabei. Schauen wir, ob wir hier... ich könnte ihn als Mobility nehmen, damit wir hier vielleicht rüberkommen gerade. Damit ich hier ein bisschen weiter boosten kann. Vielleicht kann ich die Flag dann einmal abgeben. Der Pali sprintet eh schon rein. Schauen, ob da keiner mehr drinnen ist. Schauen, ob keine Ice Trap oder irgendwas noch liegt. Sieht nicht so aus. Dann können wir wenigstens hier mal das 1:0 holen. Wunderbar. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen gegen anhealen mal, weil das Healen ist eigentlich das, was ich hier zeigen wollte. Und nicht hier, wie man die Flagge abholt, weil das ganze Team den Flag Carrier jagt. Das ist natürlich nicht das, was ich gerade vorhatte. Ich könnte den snipen hier gerade, weil ich den Instant Brock habe. Der Brock in der Mitte ist das Set Boni Brock momentan, wo man halt den Instant Schuss immer rausballern kann. Der Pali von denen geht auch schon wieder Flag holen. Wir sterben da vorne weg, wie die fliegen gerade die ganze Zeit, aber ich kann halt auch nicht wirklich healen gerade. Ich kann ihn jetzt healen, ich muss einmal reinfliegen in ihn, will aber gleich wieder weggehen, weil ansonsten wird es ein bisschen kritisch hier. Wir können ihm hier kurz alle Dots dispellen und ihn dann einmal hier ganz big healen, hotten uns selber noch einmal ganz fix, schauen, dass wir hier den anderen auch noch gehottet kriegen, denn durch die Hots, durch den Tick davon, also die Healing Overtime, dadurch kriege ich die Procs von meinem Viererset-Boni, das ist im Endeffekt hier der Instacast. So, die liefen schon raus, wie es aussieht, die haben gerade gar keinen Bock mehr, den hat es einfach komplett zerrissen, wir schauen natürlich, dass wir den hier am Leben erhalten, der trappt uns hier einmal, ist uns ehrlich gesagt egal gerade, weil hier ist kein Damage am Start.
Er hat noch hier einmal mein Echo drauf. Oh, das hätte ich gerade nicht refreshen müssen. Wir können aber hier nach vorne pushen, können dann einmal hier ihn einfach sleepen gehen in der Zwischenzeit, wobei der eine wurde eh schon wieder rausgeholt. Und dann können wir ja einmal unseren Breath reinmachen. Eventuell den Magier ein bisschen healen. Schauen, dass wir da rein dashen, dann können wir unseren Geist nochmal reinschicken, können ja mal healen, lassen den wieder exploden, dann kriegt er hier eh schon ziemlich ins Gesicht. Wir stacken einmal unsere Heals hier drinnen in unserer Stasis hier, damit wir da hier nochmal ein bisschen mehr mit am Start haben. Der Hunter wird uns wahrscheinlich gleich mal versuchen zu trappen, habe ich so das Gefühl. Wir können ihn ja mal roten, können wir nicht. Er geht in die Shell, wird nochmal geheilt, der kippt nochmal einen Silence, wir dispellen einmal den Silence ganz kurz. Der Hunter oben kriegt jetzt nochmal ein bisschen ins Gesicht. Wir können den Hunter oben hier einmal komplett toppen, der ist wieder fein. Der Magier pusht in der Zwischenzeit komplett in uns rein hier. Wir schauen natürlich, dass wir alles gehortet haben, damit wir immer wieder unsere Borgs kriegen. Unseren Instant Heal müssen wir brauchen, weil er sonst auslaufen würde. Das heißt, wir ballern ihn einfach raus einmal ganz kurz. Schauen, dass wir ihn hier wieder horten. Instant Heal geht raus. Und eventuell können wir ihn hier noch sprengen. Nein, können wir nicht. Unsere Flag da vorne stirbt. Eventuell komme ich noch hin. Ich hätte einen Big Instant Heal. Einmal rein snipen. Oh, ich komme gerade nicht ran, ne? Gib it nicht. Das gib it nicht. Wir können aber unseren Vari hier am Leben erhalten, indem wir ihn einmal hotten. Dann geben wir ihm ja unseren Damage Reduce gleich. Ich muss fast hier reingehen. Das ist quasi der große Big Button für Evoker, wo man nochmal schauen kann, dass man die Leute eventuell saved. Wir killen hier einmal kurz das Banner. Wir wollen natürlich nicht, dass hier mit Banner auch noch reinhealt. Versuchen hier ein bisschen Damage mitzumachen. Breath können wir vielleicht noch durchkanalisieren. Kriegen wir gerade nicht durch. Wir können dann wieder die Flagge holen. Hätte ich gerade ein bisschen mehr aufgepasst, dann hätte ich den Flag Carry gerade easy safen können, weil ich dann einfach wegfliegen können, beziehungsweise insta-toppen können. Mit dem Burst Healer, den ich hier gerade am Start habe. Horten hier wieder alles nebenbei, damit wir wieder mehr als fein sind hier, damit wir wieder unsere Borgs generieren die ganze Zeit und dann können wir wieder easy reinsnipen, wenn es gerade sein sollte. Alles, was ich heale, wird hier auch gestapelt oder angespeichert bis zu einer gewissen Menge und rechnet dann hier in lebende Flamme rein. Dann kann ich nochmal Damage supporten, wenn ich gerade irgendwie ein bisschen mehr Schaden brauche. Zum Beispiel jetzt hätten wir gerade zwei Aufladungen, können also gerade zweimal instant reinbolten hier in den Lock. Machen wir einfach mal zack und zack. Haben wir hier zum Beispiel gerade den Schaden, wurde alles absorbiert. Sehr, sehr nice. Kann ich nicht viel machen. Gegen kriegen ja einmal Coil, das juckt uns auch nicht. Wir können hier einmal alles routen. Ich wollte ihn gerade noch healen. Gerade gebrainlagged und nicht ganz aufgepasst auf ihm. Er will uns hier wieder trappen, trappt uns hier wieder komplett DR mittlerweile. Wir können hier einmal Big Breath reinballern. Big Breath geht rein, healen uns hier einmal. Können uns hier einfach den Damage Reduce buffen. Sind eigentlich mehr als fein gerade. Können uns hier alles dispellen. Biggest Heals gehen raus und dann toppen wir uns hier einfach gegen an. Schauen, dass wir hier nochmal die ganze Gruppe mithorten können. Ihnen können wir auch nochmal ganz kurz den Healing Over Time hier buffen. Wir können den Hunter hier sonst nochmal slowen. Wir kriegen hier nochmal einen Silence Shot. Top Mean hier einmal. Schauen, dass ich auch gehottet bleibe, damit wir dann natürlich immer den Heal mit am Start haben. Und was man nicht vergessen darf ist Evoker, durch Echo wird immer alles dupliziert. Das heißt, wenn ich jetzt Echo auf mehreren Zielen habe und den anderen heile, dann kriegen auch alle Ziele von Echo die Heal, den Heal ab. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich weiß nicht, ich krieg Damage, der Pali kriegt Damage und der Magier kriegt Damage, dann kann ich zum Beispiel trotzdem ihn anspringen und alle kriegen den Heal davon. So kann man also nochmal schauen, dass man ein bisschen healt, aber dafür hat man halt diese Orb-Aufladungen und das geht halt nicht immer, weil du brauchst halt die Orb-Aufladungen, damit halt überhaupt irgendwas geht. Sonst sieht es ein bisschen kritisch aus. Den können wir nochmal wegblasen mit dem Instant Cast hier, weil Damage Support ist natürlich auch immer sehr, sehr stark. Der Hunter geht hier nochmal in den Stealth rein. Wir können uns sonst Infight holen, können wir nicht erstand uns, wir können uns sonst Immunity buffen, wir gehen hier nochmal slowen. Er gibt uns hier einmal einen Silence, aber er explodiert schon komplett weg. Jetzt geben wir uns die Immunity, damit wir hier nicht rausgenommen werden können. Schauen, dass wir ein bisschen reinhealen. Healen hier einmal stark. Wir könnten auch Traumatem duplizieren, aber es kommt immer darauf an, ob ich es gerade brauche oder weniger brauche. Das ist immer je nachdem, wie viel Schaden gerade reinkommt. Wenn man einen anderen Evoker zum Beispiel auch slowt, ist das auch nicht schlecht. Beziehungsweise rooted, weil wenn man rooted ist, das Evoker, kann es den Big Heal in dem Sinne nicht machen. So, wir fliegen hier einmal rein. Schauen, ob wir ihn hier nochmal kriegen. Geben wir hier einmal kurz die Damage-Verringerung und dann werden wir hier Biggest Heal rauspumpen, was wir gerade machen können. Den guten Heal-Monk pumpen wir auch nochmal zu. Können hier vielleicht ein bisschen Damage supporten nebenbei, gleich Double. Und da fliegt ein einmal weg. Den Demon Hunter, der ist irgendwo. Okay, ich dachte gerade, der ist hier dabei, aber das sieht auch nicht so aus. Da können wir leider nicht mithelfen. Wir können aber hier einmal für den Kick gehen als Evoker und dann können wir schauen, ob wir den vielleicht finishen können. Können wir noch finishen, aber dafür hat es in der Zwischenzeit ihn zerrissen. War schlechter Gamble.
War ein sehr, sehr schlechter Gamble gerade. Ich habe einen geopfert, der Pali vorne, der explodiert auch noch komplett. Vielleicht komme ich irgendwie ran an ihn. Hoppa, bin bei dir. Der pusht immer weit weg hier. Der geht immer komplett auf seine eigene Mission hier, der Pala. Gleiche gilt für den Magier hier unten. Den können wir vielleicht einmal kurz schnappen, den Magier. Aber ist schon vorbei. Schauen wir nochmal Healing dann und werden uns wahrscheinlich noch ein zweites BG ansehen. Gerade weil es hier nicht ganz so healintensiv war. Aber 13 Millionen Healing dann ging eigentlich ganz gut klar, würde ich mal sagen, fürs erste BG hier. Ein zweites BG gönnen wir uns direkt hinterher mit dem Evoker und schauen mal, ob wir hier ein bisschen mehr Heal-Action haben. Wir horten uns auf jeden Fall schon mal selber, nachdem wir der einzige Healer sind. Und schauen, dass wir die Horts ein bisschen duplizieren können, auf so vielen wie möglich zielen. Falls es hier eventuell knapper werden sollte mit dem Healing, was wir rausbringen müssen. Wir routen hier einmal rein, schauen, dass wir hier gleich mal ein bisschen Damage anbringen können, damit wir hier einen kleinen Support mit am Start haben und dann werden wir versuchen, zumindest unseren Priester hier am Leben zu halten. Der wird nämlich ein bisschen massakriert, weil er am wenigsten Gear hat, wie es aussieht. Der Magier ballert ja auch schon gut rein. Warbanner können wir einmal killen, sonst findet nämlich weniger CC hier statt und dann können wir eventuell den Hunter hier auch noch gut gegen antoppen. Dann ballern wir einfach mal unseren AOE-Heal rein und es sollte wieder halbwegs in Ordnung sein, wobei der Hunter ist ohne Ende. Der hat auch nicht wirklich viel Gear hier. Aber ich versuche mein Bestes, den am Leben zu halten. Der explodiert halt einfach ganz eben durchgehend. Ich glaube, der hat kein BVP-Gear oder so. Der hat da gerade Damage genommen. Das war nicht mehr schön mit anzusehen gerade. Wir können natürlich auch hier mit rein damagen. Schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen nach vorne pushen können. Den einmal hier Big Breath ballern. Slowning hier nochmal. Und dann den DK noch healen. Der andere Hunter, der war nicht in meiner Range. Da können wir leider nicht viel machen. Was wir allerdings machen können, ist hier einmal kurz wegpushen und ihn vielleicht einmal hier slowen. Dann healen wir uns hier einfach selber, nachdem die gerade auf mich switchen wollen. Schauen, dass wir den DK-Arme hier dispellen, damit er hier nicht an dem Dot hier drauf geht. Und dann hauen wir Biggest Heal rein. Biggest Heal geht rein. Wir können hier nochmal AOE reinhealen, aber Damage fehlt uns gerade ein bisschen, wie es aussieht. Wir haben hier nochmal den Instant Heal, den wir gerade pumpen können. Also Heal geht definitiv mehr als gut raus bei mir gerade. Die erste Lore haben wir auch rein. Und wir haben uns halbwegs hier stabilisiert, definitiv. Schauen, dass wir hier wieder eventuell slowen können. Können uns hier Damage Reduce geben. Den DK können wir nochmal healen. Schauen, dass die Hots drauf bleiben. Jetzt double hotten wir uns hier einmal ganz kurz und dispellen normales. Und vielleicht können wir uns wieder ein bisschen stabilisieren. Gerade den Pali hotten wir auch. Der hat leider auch kein Gear, wie es aussieht. Wir können uns hier einmal die Immunity vielleicht buffen. Buffen uns hier ganz kurz die Immunity oder auch nicht. Vielleicht können wir den Magi hier wegballern. Können wir auch gerade nicht. Das geht sich leider nicht aus. Wir versuchen nach wie vor, damit wir hier unsere Lore halbwegs halten können und hotten einfach alles zu. Jetzt buffen uns hier nochmal den Damage Reduce und jetzt haben wir halbwegs einen Zerg am Start. Den DK kann ich safen. Ziemlich sicher, yep. Den können wir komplett safen. Der kriegt hier eh meinen kompletten Heal reingepumpt. Wir schauen aber vielleicht, für den Vari noch irgendwas machen können. Ich glaube es weniger. Na, der ist viel zu weit weg gerade. Wir können ihn nur einmal kurz den Damage reinpumpen und dann kriegen wir selber schon mehr als gut genug ins Gesicht. Müssen uns hier eh schon selber komplett pumpen. Der Hunter hat eh komplett committed gerade. Der ist einfach mitten in uns drinnen auf einmal. War vielleicht jetzt nicht der Play für ihn. Wir horten hier auf jeden Fall durch. Alle in der Shell. Alle versuchen oben die Lore zu holen. Dann würde ich noch sagen, ich will in die Mitte gehen. Aber der Vari charged mich exakt in dem Moment. Versuchen hier nach hinten einmal wegzuroten. Haben leider Kniesehne bekommen. Das heißt, ich kann halt kaum moven gerade. Werden hier nochmal geroutet gerade. Aber das können wir brechen, indem wir hier unser Fliegen einmal benutzen. Und dann können wir hier komplett durchpushen. Schauen, dass wir hier vorne sind. Slowen hier nochmal. Aber das sind viel zu viele. Und wir pushen nett für die Mitte. Das heißt, keine Chance, dass wir es kriegen. Ich werde wahrscheinlich gesappt gleich. Kann mich eventuell Combat holen. Kann mich hier nochmal Combat holen. Kick den Priester nochmal. Priester geht hier nochmal für den Stealth. Können ihn komplett purgen vielleicht. Können wir nett. Der Rogue opened auf mir. Krieg hier gleich alle seine Dots. Macht aber nicht wirklich Schaden. Trinket hier auch schon ziemlich early gerade. Können uns jetzt instant seinen kompletten Full God dispellen. Das ist natürlich auch nice als Evoker, weil er kann halt gar nichts machen in dem Sinne. Kann ich mich hier nochmal selber dispellen einmal und dann healen wir uns hier nochmal instant gegen. Schauen, dass wir beide hier halbwegs am Leben bleiben können. Können uns hier nochmal hotten. Wir könnten hier eigentlich auch unsere Blöde-Arme benutzen, nachdem er hier gerade runterdroppt. Haben hier nochmal einen Full-Stun. Er geht wahrscheinlich drauf, da kann ich nicht. Ich könnte meinen CD committen. Weiß aber gerade nicht, ob ich das soll. Ich glaube fast, da müssen wir den CD committen. Da sind ein bisschen viele auf mir drauf gerade. Wir geben uns jetzt dann Wall und einmal den Damage Reduce und pushen einmal komplett zu unseren Leuten rüber, die hier gerade ein bisschen zerstört werden hier. Aber
Was will sie gerade machen? Wir können vielleicht den Deacon nochmal am Leben halten. Den Warlock schauen wir auch, dass wir nochmal kriegen. Schauen, dass wir hier wieder die Hots am Heilen haben. Ohne Ende gerade. Hots sind am Heilen. Wir können nochmal unseren Instant Heal rausballern. Eventuell Big Heal einmal gönnen. Big Heal geht durch. Haben wir auf jeden Fall gute Heilung am Start. Und dann pushen wir hier ein bisschen mehr auf Max Range, damit wir wieder fürs Horten gehen können. Um uns wieder mehr zu stabilisieren. Der Warlock geht aber auch schon wieder rein. Hier ohne Ende. Ich schau mal, dass ich langsam mal für den Rack hier gehen kann, damit wir hier eventuell wieder mehr Mana am Start haben zum Gegenhealen, aber dann wird es wahrscheinlich den Priester in der Zwischenzeit zerbröseln, gehe ich mal von aus. Ich muss aber den kurz durchticken lassen, ich kann mich gerade nett in den Kampf begeben. Er healt sich selber, sehr, sehr gutes Ding. Jetzt können wir wieder mitteilen, jetzt sind wir natürlich wieder komplett voll mit Mana. Den DK, den horten wir auch nochmal zu. Und schauen, dass wir hier eventuell noch den Priester kurz zerstören können. Der wird hier nochmal gegrippt. Debufft haben wir ihn schon komplett. Den nächsten Cast können wir so einen kicken, aber er hielt gerade nur noch mit Instance. Das heißt, da fehlt es natürlich auch ein bisschen mit den Kicks gerade. Wird hier wieder zurückgegrippt. Der Priester ist hier oben einmal im CC. Wir können den Priester hier einmal kurz sleepen, damit der Hunter hier sterben könnte, wenn es geht. Wäre sehr, sehr nice. Dann können wir uns hier wieder CC-Immune debuffen, damit wir wieder Crowd-Control-Immun sind für die nächsten paar Casts. Und dann ist das hier wieder mehr als fein. AOE healen hier nochmal rein. Schauen, dass wir uns hier unseren Hot wieder buffen bis zum geht nicht mehr. Double Hots gehen raus. Das heißt, die Lore hier unten haben wir nach wie vor. Aber oben sieht es halt nicht so gut aus. In der Mitte glaube ich nicht, dass wir es schaffen zu klauen. Die kommen sehr, sehr spät rein. Breath geht wieder raus. Schauen, dass wir den Priester hier PI purchen damit. Denn mit dem Breath können wir natürlich halt die Debuffs runternehmen. Und dann tun wir uns da auch nochmal ein bisschen leichter. Hotten hier nochmal alles gegen. Schauen, dass wir ein bisschen Damage supporten können. Vielleicht kriegen wir den gerade down. Hardcasten hier gerade rein. Er ist down. Wunderbar. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mal ein paar der anderen Loren kriegen. Sonst wird es langsam ein bisschen kritisch hier. Wir können aber vielleicht den Priester hier einmal rooten. Priester rooten wir hier. Er macht direkt Froststrahl auf uns. Blindet uns dann der Rogue-Insta. Könnt ihr nicht unser Self-Heal und unseren Wall benutzen. Biggest Heal auf mir selber gerade. Das heißt, ich bin eigentlich mehr als fein. Wir können hier einmal ihn heilen. Schauen, dass wir wieder ein bisschen Heilung anstauen gerade. Werden aber gerade noch gekickt. Das ist natürlich ungut. Können aber dann versuchen, auf Magier dafür mit DPS zu machen. Werden die nochmal gestunt, muss das was trinken, sonst stirbt mir der Pali hier einmal weg. Das wollen wir natürlich hoffentlich vermeiden. Geht sich trotzdem daraus, ein bisschen viel Schaden gerade auf ihm am Start. Können wir nochmal unseren Instant Heal committen gerade. Boosten uns nochmal ein bisschen nach vorne. Schauen, dass wir hier nochmal den Biggest Horts hier gerade am Start haben, was überhaupt geht. Haben gerade noch keinen Big Cast. Jetzt hätten wir einen Big Cast. Können hier einmal kurz Big Cast rausballern. Müssen uns hier wahrscheinlich alle safen. Einmal mit Smaragdgrüne Zwietracht. Da kommt ein bisschen viel Schaden rein gerade. Aber normalerweise sollten wir sie hier in der Mitte einmal wipen können. Dafür verlieren wir natürlich logischerweise wieder unten. Der DK stirbt mir hier gerade ein bisschen weg. Vielleicht kann ich ihn safen. Kann ihn hier einmal healen, zweimal healen. Nehme ihn hier einmal kurz mit. Damit wir ihn hier oben noch mit drinnen haben in unserem Zerg. Und schauen, dass wir hier in der Zwischenzeit den ganzen Rest alles zuhorten können, inklusive dem DK hier, falls er wieder reingehen will. Der will wieder reingehen, hat hier noch Horts am Start, damit er hier safe ist. Ich truste hier noch nicht ganz, weil hier ist halt noch ein Schurke auch mit dabei. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir hier irgendwie die Lore reingefahren bekommen, bevor die hier wieder geklaut wird. Und der Schurke wird wahrscheinlich hier irgendwo gerade rumlungern. Wir können einfach mal random Root raushauen, schauen, ob wir ihn gerade erwischen. Sieht gerade nett danach aus. Ich müsste langsam wieder zum Zerg dazu, weil jetzt wird es langsam knapp. Wir schauen mal, ob er noch irgendwie einen Sepp kriegt, aber normalerweise wird es fast unmöglich, dass sie das jetzt noch klauen gerade. Aber wir müssen auf jeden Fall unten mit dabei. Ich könnte sonst auch noch Kampfrausch ziehen, wenn es gerade wäre. Wir müssen halt unbedingt die Lore und da ist auch schon der Schurke. Der Hunter macht hier Leuchtfeuer, stellt sich hier selber in seine Trap rein. Ich werde einfach nur Spam Sepp. Der will halt auf keinen Fall, dass ich drüben gerade helfen kann. Das ist natürlich ungut gerade. Jetzt muss ich wieder zurückfliegen, weil er hier leider hinten gerade komplett drauf geht. Aber unser Zerg ist natürlich in der Zwischenzeit schon wieder komplett vorbei. Wir können hier einfach fürs Fliegen gehen, wenn es wäre. Nein, er lässt mich nicht fliegen, weil er mir die ganze Zeit sagt, es ist kein Pfad verfügbar. Das wäre jetzt ungut. Jetzt habe ich gerade den ganzen Damage getankt, nur weil das Game mich denied hat. Das ist ein bisschen erneuend noch bei Evoker Healer. Ich hoffe, das fixen sie noch, weil bei Leap und so weiter haben sie es auch immer besser hinbekommen, im Gegensatz zu mit Kata, wo reingefügt wurde, oder was, wie uns die Karte, glaube ich, war es mit Leap.
bei tiefer Atem und im Traumatem und so weiter ist auch sehr, sehr schwierig, dass man da irgendwie immer einen Pfad kriegt, weil meistens steckst halt irgendwo, wo du nicht hin solltest als Spieler und dann ist natürlich wieder blöd, dass man da den Weg nicht kriegt. So, wir können schauen, dass wir hier wieder reingehen. Den healen wir und dispeln wir komplett den DK. Er stirbt aber trotzdem einfach weg. Das ist natürlich ungut. Wir schauen, dass wir uns hier in Damage Reduce einmal buffen und eventuell könnte ich mich healen. Nein, kann ich mich nicht healen. Viel zu viel Damage drin, aber was will man machen? Wir haben ziemlich viele low-geared Leute dabei. 200k, 300k. Kaum irgendwas, was irgendwie 350 bis 400k am Start hat. Das sieht man meistens an den HP, zum Beispiel Pali 200k, 200k. Die sind halt quasi nackt oder BVE-Gear. Genau, hier BVE-Gear alles am Start. Da ist immer sehr, sehr schwierig, die Leute halbwegs gegen anzuheilen. Aber dafür haben wir uns gar nicht so schlecht geschlagen. Wir hätten am Ende noch die Lore hier drüben holen sollen. Dann wäre es nämlich fast gleich auf gewesen. Alles in allem sehr, sehr solides BG. Healungstechnisch schauen wir gut aus. 16 Millionen Heilung haben wir gefahren. 500.000 Damage war okay, aber der Damage ist halt einfach nur vom AOE-Breath die ganze Zeit. Zweimal sind wir draufgegangen. Und sind ziemlich gleich auf mit dem anderen Heiler, mit dem Disci-Heiler, der eigentlich gerade auch ziemlich, ziemlich stark ist. Aber Evoker genauso stark, im RBG zumindest. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.